willkommen zurück. Frohes Neues noch. Und ja. Alarmstart, ne? Achtung, Alarmstart! Oh. Da müssen wir wohl mal. Wie sieht's denn eigentlich gerade aus? Veteran habe ich gerade wieder drin. Okay. Na, mal schauen. Gleich bist du tot. Die sind ganz wichtig, die müssen wir zerstören hier. Kriegen wir aber auch hin, ohne zu verrecken, würde ich meinen. Ziemlich sicher sogar, denn das kann es ja nicht sein. Gleich bist du tot. Na ja, lach mal morgen mehr. Nachrichten. Heute starb das Herz des Tigers. Er ja, komm, ist gut, ey. Ich glaube tatsächlich mit dem Schwierigkeitsgrad runter hier. Naja, mal sehen, ob das wenigstens machbar ist. Ohne da so unverwundbarkeitsmäßig hier auf. Ja, ja, cheaten. Cheaten wollen wir nicht. Und, dass ich kein Mega-Pilot bin hier, das haben wir schon bei Wing Commander 3 gesehen, aber so schlecht war ich nun auch nicht. Also irgendwas, keine Ahnung, was sie hier fabriziert haben bei dem Spiel, so pervers schwer ist. Naja. Schweinerei. Anfänger. Noch mehr von denen. Auf da.
Thunderbolt, ja. Das ist das Schiff, was wir in diesem Teil nicht mehr fliegen können. Genauso wie der Arrow. Soweit ich weiß. Und die Excalibur. Mission abgeschlossen. Jo, denn? Benötige Landeerlaubnis. Hey, gute Arbeit, Colonel. Unteroffizier Valina Sosa, ich mache die Übertragungen. Und jetzt können Sie landen. Ja, dann machen wir das doch. Wollen noch mal sehen hier. Erstmal abspeichern. Das ist erstmal das Wichtigste. So. Ja, Arrow, Excalibur und diese Thunderbolt. Die können wir in diesem Teil nicht mehr fliegen. Und ja, gut, jetzt sind wir bei den Grenzwelten, haben wir diese Dinger dann eh nicht mehr. So, Story. Bau es jetzt ein. Na, wenn das nicht der Konföderierte ist, der jetzt auf unserer Seite kämpft. Mein Name ist Blair. Was für eine Überraschung. Der Name steht für Sieg, habe ich recht? Willkommen an Deck. Chefmechaniker Robert Sykes. Nennen Sie mich Flyers. Gern. Ich habe so einen Vogel schon lange nicht mehr gesehen. Zumindest nicht aus der Nähe. Haben Sie früher an vielen rumgebastelt? Oh ja. Ich habe für Jungs wie Sie Kilrathi Haare aus den Düsen entfernt. Ich könnte aus der Kiste was machen. Halten Sie mich bloß nicht für einen Dummkopf. Ich kann mit einem Schraubenzieher und einem Haufen Schrottware Wunder vollbringen. Ihnen bleibt doch gar nichts anderes übrig. Ja. Ich werde den Vogel auffrisieren, und zwar so, dass ihn die Ingenieure nicht mehr wiedererkennen. Der Opa sollte schon längst in Rente sein. Der alte Knabe weiß, was er tut. Jo, würde ich auch sagen. Von mir aus gern. Da draußen kann man nicht genug Hilfe haben. Ja, warten Sie ab, was ich alles drauf habe. Vertrauen Sie mir. Ersatzteillager. Wo steht denn die verdammte Zahl? Ah, da ist sie ja. Sehr gut. Nimm dir einen Stuhl. Das habe ich bereits, Lieutenant Sosa. Oh, Entschuldigung, Sir. Was haben Sie da? Wissen Sie, ich komme mir langsam vor wie in der Steinzeit. Die meisten Geräte sind defekt. Ich muss zu prähistorischen Mitteln greifen, um die Daten zu entschlüsseln, die Captain Eisen mitgebracht hat. Tja. Sie sind also eine Meisterin des Dechiffrierens. Naja, ja, Sir, ich meine, ich will nicht angeben, aber ich gehöre zu den Besten. Toll. Was steht da? Eine Menge. Ich werde viel Zeit dafür brauchen. Eins ist sicher. Die Konföderation hat Dreck am Stecken. Das geht daraus eindeutig hervor. Nicht so gut. Eniac. Hier war also mal die Brücke. Weiter oben waren die Schlafräume. Was für ein Schicksal. Im Schlaf überrascht. Ich bin hoffentlich im Cockpit, wenn's mich erwischt. Ich bitte Sie, was sind das für traurige Worte? Niemand zweifelt daran, dass Sie als Held sterben. Ich weiß nicht. Die Seite, die wir gewählt haben, hat einen langen Weg vor sich. Sehen Sie doch das Positive. Jetzt kann Ihnen Ihre Beförderung, die endlich von der Konföderation genehmigt wurde, egal sein. Tja. Meine Beförderung? Ich bin befördert worden! Die Konföderierten, das finde ich aber ungerecht. Idiot. Ich finde, wir sollten jetzt verschwinden. Dieser Jump Point wäre ein guter Fluchtweg. Wir müssen bleiben und der Lexington so viel Schaden wie möglich zufügen. Damit treffen wir auch die Konföderierten. Ich kann Ihnen nicht recht geben. Es ist sinnlos, blind drauf loszuschlagen. Zu lange. Sie verstehen nicht, was ich meine. Das ist typisch. Ruhe bitte. Sie haben beide recht und auch Unrecht.
Ein Angriff auf die Lexington wäre eine Verschwendung von Ressourcen. Ein möglichst schneller Rückzug wäre die bessere Taktik, das ist richtig. Aber dieser Jump Point ist als Fluchtweg viel zu offensichtlich. Deshalb wäre der Silenus-Nebel die klügere Lösung. Auf jeden Fall bezweifle ich, dass uns die Lexington so mir nichts, dir nichts davonfliegen lässt. Es gibt sicher noch eine andere Gelegenheit, der Lexington oder sich selbst Schaden zuzufügen. Was denken Sie, Colonel? Ich denke, dieses Schiff braucht einen Captain. Ich werde mein Bestes geben. So sieht die Sache nun mal aus, ne? Ja. Speichern wir das Ganze nochmal, hoffen, dass die Aufnahme auch geklappt hat und ja. Missionsbesprechung machen wir dann im nächsten Teil. Bis dann.